Der Rudi und der Marco. Du Rudi, wie läuft es eigentlich mit deiner Autoprüfung? Ja, soll ich dir jetzt das erzählen oder willst du es morgen in der Zeitung lesen? Ui, so schlimm gsi? Ja, der Fahrlehrer hat gesagt, Rudi, da vorne links, ich fahre rechts. Habe ich einen auf der Motorhaube gehabt, einen am Aussenspiegel, bin ich langsam nervös geworden. Das glaube ich dir, ja. Und dann? Sagt der Fahrlehrer, Rudi, schön ruhig, Rettorgang innen und zur Fußgängerzone aus. Okay, hast du gemacht? Und dann hat es getätscht. So schlimm, ja. Und der Fahrlehrer? Der ist im Spital, ist aber nicht so schlimm. Er schnauft schon wieder. Also nein, Rudi, das geht natürlich nicht. He? Lass. Und was hast du das Gefühl, hast du die Fahrprüfung bestanden? Ich weiss es nicht. Ich habe einen Geisterfahrer überholt. Einen Geisterfahrer überholt? Ja, 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 nein, also das geht so nicht mit dir. Ja, ich weiss, ich will eh schon in Kontrolle kommen. In Kontrolle? Bei der Polizei? Nein, bei der Feuerwehr. Sicher die Polizei, du Löli. Ja, und dann? Hat der Polizist gesagt, guten Abend, Alkoholkontrolle. Okay. Habe ich gefunden, gute Idee. Öl und Wasser kannst du gerade auch noch anschauen. Oh, das ist aber ein bisschen frech gegenüber dem Polizist, hä? Ja, er war auch frech. Sag doch der, Sie sind 140 Kilometer in der Stunde gefahren. 140 Kilometer in der Stunde? Der hat schön gelogen, du. Ich war erst seit 10 Minuten unterwegs. Nein, Rudi, also das geht nicht. Eins möchte ich dir aber noch auf den Weg geben, wenn du durch Auto fahren, gell? Wer trinkt, Hände weg vom Steuer. Ja, das weiss ich. Das geht auch gut. Nur die Kurven ist freihändig ein bisschen schwierig zu fahren. Du, also wenn du auf der Straße bist, dann will ich nicht auf der Straße unterwegs sein. Das ist ja lebensgefährlich. Hast du das Gefühl? Okay, dann fahre ich heute selber heim. Ich wünsche euch einen schönen Tschüss zusammen. Ich fahre jetzt heim. Ja, in dem Fall. Ciao miteinander und eine gute Zeit. Juhu!